Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag. Und wir haben wie viel Uhr? 11:30. Halt still, ich will hier in der Nase rumpopeln. Jetzt spiele ich dir in deinen Nippeln rum. Und ich kitzel dich, ich kitzel dich. Oh, es ist gerade hier echt warm. Ja, ich bin seit 7 Uhr wach. Alexander ist in der Schule. Heute wird er vom Papa abgeholt. Die gehen heute ins Kino. Und Ermin und ich wollten eigentlich ins Fitnessstudio. Werden wir, glaube ich, auch noch machen. Jetzt wollte ich erstmal ein bisschen packen für morgen. Ich habe schon angefangen in der Küche so ein paar Sachen, die halt nicht in den Kühlschrank müssen, habe ich schon mal in Tüten gepackt. Keine Ahnung, Chips und Nudeln, Soßen und so weiter. Habe ich schon weggepackt. Was wollte ich denn noch machen? Genau, ich packe gleich meine Sachen, danach wahrscheinlich ins Fitnessstudio. Heute Abend gehen wir ins Don Carlos. Es ist wieder Donnerstag. Don Carlos, Tapas. Das mache ich ja immer so. Und ich habe euch das noch gar nicht erzählt. In der Schule von Alexandro er hat hier dieses Ergo-Bag oder diesen Ergo-Bag-Schulranzen, wo diese Klettis dran sind. Der hatte jetzt von Minecraft Klettis dran. Ja, die wurden, beziehungsweise einer wurde geklaut vor ein paar Tagen und der andere wurde kaputt gemacht. Da denkt man sich auch so, welche Kinder machen das schon im Grundschulalter, ja? Erstmal Diebstahl und Sachbeschädigung. Ich finde das wirklich sehr, sehr schlimm und habe es dann mal in die Gruppe reingeschrieben, damit man mal herausfindet, wer das vielleicht sein kann von den, also dass man, ne, weiß man ja nicht. Ich meine, man muss es ja nicht groß rausposaunen, aber wenn zum Beispiel Alexandro, sage ich jetzt mal, bei einem anderen Kind etwas kaputt machen würde und ich würde es wissen, dann hätte ich so viel Anstand, mich wenigstens mit den Eltern in Verbindung zu setzen und sagen, ey, wisst ihr was? Das war mein Kind. Ich habe mit meinem Kind gesprochen. Es tut ihm wahnsinnig leid und mein Kind wird sich auch bei deinem Kind entschuldigen. Also das finde ich ganz gut, dass wenn die Kinder schon im kleinen Alter oder im jungen Alter schon wissen, wenn sie Fehler gemacht haben, gibt es halt Konsequenzen beziehungsweise die müssen sich entschuldigen. Ja, es ging jetzt auch gar nicht um diese Klettis an sich, sondern es geht darum, dass es einfach scheiße ist, natürlich zu klauen und Sachen kaputt zu machen und vor allem auch in diesem Alter. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, dass im Grundschulalter schon sowas passiert, ne? Und jetzt habe ich mal mit der Lehrerin gesprochen und das wird jetzt auf jeden Fall nochmal thematisiert in der Schule. Thema Diebstahl und Sachbeschädigung. Ja, finde ich echt komisch. Letztens sagte er auch, er kam von der Schule, ihm wurde dreimal ein Turnbeutel absichtlich ins Gesicht geschmissen. Gestern auch eine Mama hier getroffen, ihr Kind weinend. Sind hier in die Stadt gelaufen. Da wurde das Kind auch beschimpft und verprügelt von anderen Kindern, auch Grundschulkinder. Da denkt man sich auch so krass, wie sich das mittlerweile so entwickelt hat, dass da schon im Grundschulalter solche Sachen halt passieren, ne? Und ich finde es halt ganz, ganz wichtig, mit den Kindern zu reden und denen das auch zu vermitteln, dass sowas nicht geht. Egal, ob es in der Schule angesprochen wird oder auch zu Hause. Also ich finde beides sehr wichtig. Auch wenn ich zum Beispiel wüsste, mein Kind hat das nicht gemacht, würde ich trotzdem hingehen und sagen, Alexandro, du weißt, das und das macht man nicht, ne? Also einfach nochmal ansprechen. Finde ich, tut jetzt nicht weh. Genau, ja. Ich werde jetzt mal anfangen zu packen und wir sehen uns später. So, eigentlich habe ich jetzt schon soweit alles eingepackt. Ich habe eine Schlafhose mitgenommen, beziehungsweise für zu Hause, also fürs Ferienhaus. Dann Socken, Unterwäsche natürlich, drei größere Handtücher für Schwimmbad, eine Leggings, drei oder zwei Pullis und mein Jogginganzug und diese Jeans nehme ich noch mit. Ja, ich denke, das reicht völlig aus für die 4 Tage. Schminksachen.
werde ich morgen mitnehmen, weil ich mich ja morgen schminke. Hier noch die Pflegesachen und so weiter, ne? So, ich glaube, ich habe soweit alles. Schuhe brauche ich noch. Aber ich nehme noch ein paar Schuhe, glaube ich, mit. Ja. Ich bin gerade voll müde. Und ja, jetzt packe ich gleich noch Alexandros Koffer und ich wollte euch noch eben die aufgebrauchten Sachen zeigen. Die Tüte ist wieder voll. Ich mache mal so. So, ein Weichspüler von Tadil. Ja, von dieser günstigen Marke gab es ja lange nicht. Jetzt gibt es die wieder. Dann habe ich ja gerade in Benutzung Beauty Mates. Das benutze ich sehr gerne. Einmal die Hyaluroncreme, die ist auch für empfindliche Haut, hautberuhigend, deswegen ist die ganz gut. Und einmal das Augenlifting Booster, Augenringe, Fältchen, also alles so rund ums Auge wird weniger von nach und nach, von Zeit zu Zeit. Dann habe ich gerade in Benutzung von MAC den Concealer, beziehungsweise ich habe es ausprobiert, dieses Studio Fix 24 Stunden Smooth Wear Concealer in der Farbe NC35. Finde ich super, deckt gut ab, bröckelt auch nicht. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier einen Lippenstift, der weg kann, von Anastasia Beverly Hills. Finde ich gar nicht gut. Kann man nicht gleich mäßig auftragen. An manchen Stellen ist es dunkler. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass der Lippenstift so gehypt und teuer ist. Also werde ich auch auf jeden Fall wegschmeißen. Dann habe ich von Nihan ein Haarparfüm aufgebraucht. Das hatte ich immer an meinem Schreibtisch. Jetzt habe ich das ja wieder nachbestellt. Sie hatte ja Neues rausgebracht. Neue Nuance und ja, das Alte ist aufgebraucht. Das kann weg. Von Yepoda auch gerade in Benutzung The Purify Hero und The Glow Hero. Das sind zwei neue Serien im Angebot. Finde ich beide super. Das eine ist etwas öliger. Ich glaube, das ist hier das genau mit dem Bakuchi Oil. Was eigentlich sehr gut ist, aber ich mag dieses ölige Gefühl nicht so auf der Haut. Natürlich werde ich das noch aufbrauchen und auch benutzen. Aber da finde ich das hier besser als Serum, muss ich ehrlich sagen. Moment. Hier habe ich zwei Pakete sogar von meinen allerliebsten Masken aufgebraucht. Da sind so 5 von den Packungen drin. Und das sind so Gesichtsmasken mit Hyaluron und ich liebe sie. Die sind wirklich super. Man merkt direkt, wie das Hautbild viel besser wird, viel hydratisierter. Meine allerliebsten Hyaluronsäuremasken von Sanolina. Dann habe ich gerade in Benutzung von Kerastase das Serum Therapies. Das ist für nach dem Haare waschen ein Serum für die Haare, was man drin lässt, nicht ausspült. Finde ich super. Mega. Würde ich jedes Mal nachkaufen. Macht die Haare richtig geschmeidig. Dann habe ich hier ein Bodyspray von Isana aufgebraucht. Hello Summer. Exotischer Duft. Habe ich nicht für mich benutzt, sondern hier fürs Bett meistens. Dann von Rituals, The Ritual of Mare, aufgebraucht mit Sweet Orange und Cedarwood. Fand ich auch echt gut riechend, aber momentan habe ich mich bei Rituals echt satt gerochen. Habe ich gerade irgendwie nicht so Bock drauf, kennt ihr das? Ja, dann haben wir ja die Lachgummis gegessen und ihr müsst die auf jeden Fall probieren. Die machen süchtig. Das sind die neuen. Einmal die Gartenzwerge mit Gemüsesaft und einmal die Mümmelbande mit Karottensaft. Ich habe noch nie so saftige Weingummis gegessen. Nennt man die Weingummis? Also, ne, sowas. Boah, lecker. Bitte, bitte probiert die. Also nicht nur für die Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und natürlich etwas gesünder mit dem Gemüsesaft und mit dem Karottensaft. Dann ein Produkt für die Haare, was ich immer wieder nachkaufen werde, von Balea Sonnenschutzspray. Ich benutze es jetzt nicht wegen der Sonne, sondern weil es einfach die Haare schön geschmeidigt macht und es super, super sommerlich riecht. Werde ich immer wieder nachkaufen, wie gesagt. Ja, dann habe ich meine Haare gefärbt mit Polypalette. Finde ich eine der besten Haarfarben. Hole ich immer das Blau-Schwarz. Dann von Isana Hydrogel Augen Pads. Ja, waren gut. Kann ich nicht meckern.
Dann von Dresdner Essenz, ein Pflegebad, hat auch sehr gut gerochen. Dann waren hier zwei Pröbchen von Chloé, vom Parfum. Da fand ich hier das rote oder das, dieses rosane besser als dieses hellere. Ja, genau. Dann auch ein Flop-Produkt von MAC, Glowplay Lip Balm. Dachte ich eher, das wäre ein Lippenstift, aber das ist eher wie ein Labello und man sieht kaum die Farbe. Also für ein Labello kann man es nutzen, aber ob man so viel Geld für ein Labello ausgeben möchte, dann kaufe ich doch lieber ein Labello. Da habe ich mich, glaube ich, einfach vertan und habe mehr davon erwartet. Zwei Handcremes kommen jetzt weg, diese Pflegecremes von Balea. Einmal mit Butterkeks und Vanillegeschmack, wollte ich jetzt sagen, ja, Duft. Und Vanille und Schokolade. An sich riechen die ja sehr gut, pflegen auch sehr gut. Aber ich habe gerade eine Phase, wo ich diesen Film auf der Haut nicht so mag, weil die hinterlassen so einen Butterfilm. Also wenn man zum Beispiel Body Butter benutzt, hinterlässt diese Body Butter ja so einen buttrigen Film auf der Haut. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und ich mag das gerade zur Zeit nicht. Und vor allem nicht an den Fingern, weil wenn man dann irgendwas anfasst, hat man dann direkt Fingerabdrücke. Deswegen kommen die zwei jetzt weg. Habe ich also so halb aufgebraucht. Von Isana eine Handseife mit Limetten- und Wassermelonenduft. Und hier hatten wir auch nochmal iPads von Huti. Die fand ich auch super. Und was haben wir hier? Achso, der Ermin sollte sich ja vom Hautarzt für seine juckende und trockene Kopfhaut, schuppige Kopfhaut, von der Apotheke was holen. Ich glaube, das hat sogar 10 oder 20 Euro sogar gekostet. Kann er nicht empfehlen. Also hat ihm jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ja, wollte ich jetzt nur mal ein Feedback dazu geben. Genau, das waren meine aufgebrauchten Sachen. Und jetzt packe ich Alexandros Koffer. Und was ich euch noch erzählen muss, ich habe gestern Abend oder Nacht eher gesagt, habe ich gesündigt. Ich habe gesündigt. Ich hatte so einen Hunger. Also, wir haben uns festgelegt, dass wir donnerstags, wenn wir ins Don Carlos gehen, ich schmeiß hier oder trenne einmal hier den Müll von der Aufgebrauchtüte. Also wir haben uns gedacht, immer, wir machen jetzt donnerstags immer halt Cheat Day, wenn wir ins Don Carlos gehen, ne, dann cheaten wir halt, weil ein Cheat Day oder zwei kann man ja in der Woche machen. Aber gestern ist mir der Hunger so überkommen, dass ich einfach gecheatet habe. Ich konnte nicht mehr. Eigentlich fahre ich wirklich sehr, sehr gut damit und die sättigen auch sehr gut die Sachen. Aber gestern Abend, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe angefangen mit den Oliven im Auto, die ich euch gezeigt habe. Dann kam ich nach Hause, dann habe ich nochmal Rosenkohl gegessen. Dann habe ich mir gedacht, boah, was ist denn das heute? Warum hast du denn so einen Hunger? Und ich hatte auch überhaupt keine Lust auf einen Shake abends, weil ich glaube, hätte ich einen Shake getrunken, wäre ich gesättigt. Aber ich hatte keinen Bock drauf. Ich hatte Hunger. Dann habe ich 3 Mandarinen gegessen. Dann, was habe ich dann noch gegessen? Dann habe ich nochmal Rosenkohl gegessen, weil ich mir dachte, okay, komm, isst du nochmal Rosenkohl. Irgendwas hatte ich dann, hatte ich nochmal Oliven gegessen, dann habe ich gesagt, boah Schatz, ey, ich muss jetzt was kochen, ich habe so Hunger, lass uns Nudeln kochen, lass uns Pizza bestellen. Es war schon 23 Uhr, Pizza konnte man nicht mehr bestellen, dann habe ich Nudeln gekocht. Boah, der Kühlschrank, der riecht so nach Trüffel, weil ich habe gestern diese Pilz und Trüffel, dieses Pilz und Trüffel Pesto ausprobiert vom Aldi. Oh mein Gott, das schmeckt so gut, aber am besten ist einfach diese Trüffel-Mayo. War auch nicht so teuer. Ich glaube 1,30 könnt ihr ja mal probieren. Gibt es bei Aldi. Ich glaube bei Lidl gibt es die auch. Ich glaube, die gestern auch gesehen zu haben. Mega lecker. Ich liebe Trüffel. Mega lecker. Wer liebt Trüffel auch? Schreibt es mal in die Kommis. Boah, ich rede wieder heute so hektisch. Ne? Ich hasse mich, wenn ich so hektisch rede. Aber dann habe ich so 10.000 Sachen im Kopf, die ich auf jeden Fall erzählen möchte. Und damit ich nichts vergesse, rede ich halt einfach so schnell. Und manchmal denken die Leute, ich wäre dumm. Oder hätte nichts im Kopf, weil ich so schnell rede. Finde ich aber nicht schlimm. Ich bin einfach so. So, ihr Lieben, jetzt werde ich die restlichen Nudeln von gestern essen, weil genau, ich habe gekocht und habe einen Teller gegessen. Da habe ich gesagt, boah, ich habe so Hunger, ich will noch einen Teller. Da habe ich noch einen Teller voll gemacht und da habe ich nur so 2, 3 Gabeln gegessen. Und den esse ich jetzt fertig. Gestern haben wir noch Are You The One, das Wiedersehen uns angeguckt. Und ich habe euch das gar nicht erzählt. Wir waren
Letzte Woche, Samstag, waren wir erst im Sausalitos in Bochum mit Valentina und ein paar anderen Influencern. Und da waren auch eingeladen ein paar Jungs von Are You The One. Da habe ich den Tim kennengelernt und den, wie hießen der, dunkelhäutige, ich komme jetzt gar nicht drauf, Marius, ne? Genau, der Marius war da. Dann war von Temptation Island VIP noch ein Verführer da. Ich kann mir die Namen nicht merken. Auf jeden Fall haben wir da so ein paar kennengelernt von denen. Und dann war ja das Wiedersehen. Das war ganz witzig. Dann wer mit wem, wer nicht mehr und wer wo, wie, was. Ja, ist ganz interessant, sowas anzugucken. Und dann haben wir noch Prominent getrennt geguckt. Da war die zweite Folge. Finde ich auch ganz interessant. Guckt ihr das? So, ihr Lieben. Dann sehen wir uns später. Übrigens, hier ist der Kletti, der eine, der kaputt gemacht wurde. Und der andere ist weg. Der ist kaputt und der andere ist weg. Ja, können wir direkt wegschmeißen. Den kannst du ja nicht mehr dran machen. So, Koffer sind gepackt. Alexanders Koffer ist auch gepackt. Ich habe ihm so drei, vier Jogginganzüge, Unterwäsche, ne? Und das Monopoly Fortnite-Spiel fand ich ganz cool, das habe ich jetzt mit eingepackt. Und dann kann er selber noch gucken, nehmen möchte. Vielleicht nehmen die auch ihre Roller. Wie heißen die, Schatz? Sollen die ihre Roller mitnehmen? Wo bist du? Oh. Ey, es ist doch so, als hättest du eine Badehose an. Ja, ich muss so eine Unterhose da rumlaufen. Okay. Hier läuft auch Musik, also... Ich akzeptiere deine Privatsphäre. Ist das nicht so? Es ist doch so, als hätte man eine Badehose an, wenn man so eine Boxershorts anhat. Da ist er wieder. Der, guck mal, der hüpft doch alleine durchs Bild. Da kann ich doch nichts für, oder? Also eine Boxershorts und eine Badehose sind jetzt nicht, ne? Übrigens ist mein neuer Schreibtisch angekommen. Ich habe mir jetzt so einen bestellt, wie Ermin hat. Und ich Stuhl wie die Niki. Wir sind so voll die Nachmacher. Ich fand den Schreibtisch von Ermin halt richtig schön, weil dann auch so eine Glasplatte drauf ist. Das sieht dann ein bisschen edler aus. Genau, hier ist noch ein Fach. Das fand ich auch ganz praktisch. Und hier sind auch nochmal so USB-Anschlüsse. Das hat meiner nicht. Meiner ist halt noch das alte Modell. Ja, und den werden wir dann wahrscheinlich verkaufen. Und ja, Ermin hat sich jetzt einen Bürostuhl, wie ich habe, bestellt, weil der ist richtig, richtig bequem. Man kann echt gut darauf sitzen. Ich habe Probleme mit dem Rücken gehabt. Ich habe mir fast den Ischiasnerv eingeklemmt und hatte so Stromschläge immer in meinen Beinen. Das waren so richtige Schmerzen, die haben mich sogar aus dem Schlaf gerissen. Und der quietscht auch voll, der Stuhl, der ist alt, ne? Ja, der ist eigentlich nicht schlecht, aber es ist halt so ein Standard-Bürostuhl, ja. Da kannst du nicht den ganzen Tag drauf sitzen. Also der ist auf jeden Fall echt gut, muss ich wirklich sagen. Ich sitze da echt gut drauf. Ja, wir machen uns jetzt gerade fertig, beziehungsweise ich bin schon fertig. Erwin war noch kurz mit seinem Papa, ich habe meinen neuen Pulli schon an. Ja, wir haben ungefähr 15 blaue Säcke mit neuen Klamotten an die Diakonie gespendet. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema... Die haben sich richtig gefreut. Ja, bei meinem Vater im Haus ist nämlich der ganze Keller voll mit Hemden. Da waren noch Preise dran und alles, aber trägt keiner. Und jetzt haben wir alles gespendet. Die haben sich auch richtig gefreut. Ja. Die waren total happy, weil alles Neuware war. Trotzdem ist der halbe Keller noch voll. Also wir müssen normal dahin fahren. Hm. Ja, Schatz, dann mach dich fertig, weil wir wollten jetzt mal ein bisschen das schöne Wetter genießen. Wir müssen ja nicht auf Alexandro warten heute, weil der vom Papa abgeholt wird. Die gehen heute ins Kino. Ja, und wir dachten uns, gehen wir auch ein bisschen raus und später gehen wir ins Don Carlos. Vielleicht gehen wir ein bisschen ins Centro, vielleicht fahren wir auch nach Gelsenkirchen, vielleicht machen wir auch was ganz anderes. Ich nehme mal die Kamera mit. Bis später. So, wir sind wieder zu Hause. Alexander war mit dem Papa im Kino. Was habt ihr geguckt? Spider-Man. Und wie war der? Gut. Echt? Ja. Ja, und hier gibt es ein bisschen was zu futtern. Popcorn, M&M's. Nachos, oh mein Gott, Nachos. Alle für die Mama? Und Chicken Nuggets. So, und wir? Ich habe die Kamera zu Hause vergessen. Sorry, Leute, ich wollte die ja mitnehmen.
Und wir waren im Zentrum, aber ich habe nichts gefunden. Ermin hat nur einen Ring geholt und eine Kette. Und dann waren wir noch im Don Carlos, lecker essen. Yum, 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 yum. Ja, hatten auch einen schönen Abend. Und deine Sachen habe ich auch schon gepackt, mein Schatz. Guten Morgen. Ja, du musst nur noch Spielzeug. Das, was du mitnehmen möchtest. Warum Spielzeug? Warum Spielzeug? Ja, jetzt also so Spiele oder irgendwas. Wir können ja das Monopoly Fortnite. Das habe ich schon eingepackt. Ja, wollt ihr eure Roller mitnehmen, Alexandro? Oder nicht? Oder einen Fußball? Oh. Wie, warum? Hä? Ich verstehe die nicht. Was? Ja, den Roller, um im Park mobil zu sein. Den Roller rumfahren. Okay, ja. Dann sage ich mal gute Nacht. Warum habe ich die Maske noch an? Ich bin so voll gefressen. Gute Nacht und bis morgen.